Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute mal zu einem kleinen Bastelvideo. Ja, wie ihr es hier schon sehen könnt, es geht um das Kleben der Kunststoffinnenverkleidung. Hier in dem Beispiel sind es die Türtaschen, die gerne mal kaputt gehen, wenn die Tür zufällt, obwohl das Bein noch dazwischen ist. Dann bröseln die halt mal auseinander. Der Kunststoff ist halt nach 30 Jahren schon so porös, dass es gerne mal knirscht und knackst und dann ist das ganze Ding kaputt. Ja, hier habe ich ihn mal ausprobiert, die flüssige Schweißnaht, wie er so schön heißt. Und eins vorweg gesagt, das Zeug ist wirklich die Bombe schlechthin. Damit könnt ihr kleben wie verrückt, das hält besser wie das Original vorher. Hier sieht man so schön, dass es so richtig eine Schweißnaht ergibt. Ich habe es halt an den Innenraumverkleidungen meines Autos probiert und es ist also wirklich sagenhaft, wie diese Teile zusammenkleben. So, jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem folgenden Video. Also jetzt fangen wir mal an. Hier haben wir den Kleber, den Applikator werde ich da erstmal drauf machen. Erstmal gucken, erstmal die Handschuhe anziehen. Wie gesagt, also wenn, dann sollte das woanders hingehen und nicht auf meiner Haut. Und hier haben wir auch noch einen. So, ja, ein wenig Lärm kommt jetzt von draußen, ist natürlich hier so Einflugschneise, aber ihr kennt das ja schon. So, ja, die Teile wollte ich ja erstmal für später aufheben, weil das ist hier wirklich Puzzlearbeit schlechthin. Das einfachste Teil ist wahrscheinlich noch hier unten, dieses Stück, was hier so um die Ecke rumgeht. Aber ansonsten versuche ich so viel wie nur möglich zu retten von den Teilen, weil wie gesagt, es gibt keine neuen. Und wenn man sich die noch gebraucht irgendwie organisieren kann, dann kosten die halt ein Schweinegeld. Und das wollte ich eigentlich. Ist sogar offen. Ich wusste gar nicht, dass sie offen sind. Normalerweise sind die immer geschlossen. So, den kann man sich jetzt hier irgendwie draufstecken. Ah ja, okay. Muss man dann nur wieder runternehmen und mal gucken. Wie kommt der jetzt da durch? Ein kleiner. Oh ja, oh ja, oh ja. Gut, also ich wollte jetzt einmal kurz die Ecke da oben nehmen. Mache jetzt hier mal auf beiden ein wenig von den Klebern drauf. Und jetzt gucken wir mal. Also das mache ich jetzt alles nur mit dem Kleber, ohne eine Schweißnaht zu machen. Na, das funktioniert schon mal nicht. Das soll aber auch daran liegen, wenn die Oberflächen zu rau sind, so wie es jetzt wahrscheinlich an der Plastikbruchstelle sein wird, dass das nicht ausreicht, um den Sauerstoff aus den Kleber rauszupressen. So, jetzt machen wir es mal anders. Jetzt kommt da noch mal ein wenig von dem Granulat drauf. Nur so ein ganz klein wenig. Da jetzt noch mal den Kleber drauf. Der soll jetzt das Ganze verbinden. Man soll ein paar Sekunden warten. Dann schauen wir mal. Ja. Also es riecht wie Sekundenkleber, muss man dazu sagen. Aber erst seitdem halt dieses Granulat da drauf ist. Ich mache von der anderen Seite nochmal Granulat ein bisschen drauf. Das meiste von diesem Bauteil hier oben, was ich jetzt gerade klebe, verschwindet sowieso unsichtbar hinter der Verkleidung am Dach, am Dachhimmel. Und hier unten, wo ich jetzt gerade bin, da kommt sogar die Einpassung von der Tür rein, also der Kantenschutz. Sieht jetzt ein wenig wild aus, kann es aber ruhig. Also ja.
Jetzt noch mal ein bisschen Kleber. Wie gesagt, es riecht irgendwie so nach Sekundenkleber, wie früher Sekundenkleber gerochen hat. Also, mal ungelogen, ne? Ihr seht das hoffentlich, dass das hier so sich richtig schön hin und her biegt. Also so, als wenn ich hier unten anfasse. Das ist richtig cool. Also der Kleber funktioniert wirklich gut. Hier unten ist noch eine andere Stelle. Das so im Fußbereich. Hier ist halt eine Menge rausgebrochen. Das könnte man jetzt ganz einfach schon mal ein bisschen kleben. Dann käme halt hier noch so dieses eine Teil irgendwie mit rein. Das wäre dann hier so. Dann hätte man hier unten noch dieses Dreiecksteil. Das könnte das hier sogar sein. Ja, das passt da wunderbar rein. Damit könnte man sogar schon mal anfangen, das zu kleben. Und hebt sich die Stelle hier oben dann vielleicht für ein bisschen später auf, weil ja, ihr kennt das ja, ne? Hier ist jedoch das Problem, dieser Riss, der geht bis hierhin. Das ist also hier einmal komplett durchgebrochen. Ja, wie würde man das jetzt kleben? Wahrscheinlich erstmal hier unten versuchen, das zu kleben. Das würde ich jetzt hier mit dem Klebeband versuchen, so ein bisschen zu stabilisieren und von der Rückseite kleben. Das würde ich hier ganz einfach locker von der Rückseite kleben. Das wäre jetzt so das Sinnvollste. Da könnte man hier wunderbar eine Naht ziehen. Weiß nicht, ob man das in der Kamera so sieht. Hier geht eine Naht, also die Naht durch und hier ist schön glatter Kunststoff, da könnte man das machen. Hier hinten, wie gesagt, läuft dann auch der Gurt durch. Also man sieht es sowieso nicht, weil es halt im Hintergrund sozusagen hier alles ist. Und ja, also ich würde jetzt ganz einfach mal hier anfangen. Hier sieht man auch, dass der Riss, der geht sogar schon ein Stückchen hier hoch. Das kann man aber gleich mit ausbessern. Und ich will da jetzt auch gar nicht zu viel machen. Ich mache das hier ein wenig auseinander, dass da schon mal ein bisschen Kleber dazwischen kommt. Und dann kann man das wieder so zusammentütteln. Sage ich so einfach. Ja, also es geht ein bisschen schwer, aber es bleibt auch eine Naht über. Insofern passt das schon mal. Dann kann man das wahrscheinlich gleich so lassen und das Ganze auffüllen. Und wenn man das auffüllt, würde ich da vielleicht sogar ein Klebeband dahinter machen. Ich mache jetzt hier mal einfach ein dünnes dahinter. Ist jetzt nicht professionell, also jetzt hier so ein Autolackierer oder sowas würde wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie ich hier am Abkleben bin. Es geht darum, einfach nur die Naht aufzufüllen, also die Bruchstelle aufzufüllen und keinen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Weil ob einem jetzt dieses Lederimitat von außen gefällt oder nicht, das ist sowieso jedem das seine. Ich habe hier aber auch noch ein dickeres Klebeband, damit könnte man da jetzt nochmal rübergehen. Ich will das jetzt hier auch nur so ein bisschen stabilisieren, wie gesagt. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt von der anderen Seite diese Naht auftrage, dass das nicht durchrieselt und außen jetzt eine riesengroße Wulst verursacht, weil mehr Druck kann ich hier schon gar nicht mehr drauf geben. Das ist Mikrometer vielleicht, was ich hier noch hinkriege. Man kann übrigens mit diesem Pulver sogar Teile nachformen. Das ist total interessant. Also mit diesem Granulat hier. Dieses Granulat. Nee, Quatsch, jetzt bin ich. Bin ich jetzt beim Granulat? Ich bin. Ja doch, ich bin beim Granulat. Ah. Dieses Granulat jetzt hier einfach mal auf die Naht geben. Einfach ist gut, da kommt gerade nichts raus. Warum kommt jetzt da nichts durch? Könnte sein, dass ich da eventuell mal kurz gucken. Könnte sein, dass ich gerade die falsche Kappe draufgeklebt habe. Das wäre natürlich drauf gedreht habe, das wäre natürlich fatal. Dann müsste ich jetzt mal mit einer Nadel oder so etwas da durchstochern. Das ist natürlich auch doof. Also beide Flaschen sehen gleich aus und haben einen und denselben Deckel. Wenn jetzt hier aber gerade diese Flüssigkeit im Deckel gewesen ist, weil das eigentlich der Deckel von der anderen Flasche ist, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Also da sollte vielleicht der Hersteller mal die Überlegung schaffen, vielleicht zwei verschiedene Farben zu nehmen für die Deckel, dass man die nicht vertauscht, weil das vermute ich jetzt ist mir passiert, weil hier kommt gerade fast nichts durch. Jetzt nehme ich hier einfach mal so eine Büroklammer, biege die auf und steche da einfach mal durch. Ja,
Also das war definitiv oben zu. Das wird wirklich so gewesen sein, dass ich hier die Deckel vertauscht habe. Also wie gesagt, lieber Hersteller, an der Stelle vielleicht doch mal nachbessern und zwei verschiedene Farben an den Deckeln nehmen. Und so, jetzt können wir hier nämlich schön die Naht auffüllen. Und vor allem auch hier so schön den Riss mitnehmen, der da in der Seite ist. Das habe ich natürlich irgendwo. Hier ist er. Diese Spitze. Ja, also das ist natürlich ärgerlich. Aber da haben wir gleich was gelernt. Wenn wir dieses Material hier haben, vertauscht nicht die Deckel. Upsala, da ging es jetzt schon los. Man braucht da wirklich nur, also boah, es riecht wirklich wie früher der Sekundenkleber gerochen hat. Muss jetzt hier noch warten, das ist noch nicht ganz trocken, aber ich kann da noch mal ein bisschen was drauf geben, denn geht da diese Flüssigkeit auch mit drauf, die da jetzt noch ein bisschen zu viel ist. Wenn da was zu viel ist, das kann man einfach wegstreichen. Also das ist jetzt nicht so, könnte es wahrscheinlich wieder einsammeln, wenn man das irgendwie hinkriegt. So, hier mache ich jetzt mal ein bisschen eine dickere Naht. Man kann das wirklich so dick auftragen, wie man es gerade braucht. Und das ist also wirklich, es sieht jetzt ein bisschen, ja, nach viel aus, aber es ist wirklich eine wunderbare Naht geworden. Man sieht jetzt nur gerade nichts. Hier wäre jetzt beispielsweise auch, wenn ich jetzt diese Stelle hier, dieses Loch, was ich hier noch habe, wenn ich das von hinten jetzt hinterkleben würde, dann könnte ich das mit dem Granulat auffüllen, Schicht für Schicht, und dann immer beträufeln mit dem Kleber, und dann würde sich sozusagen eine Ersatzfläche bilden für dieses Loch, was hier halt entstanden ist. So, hier müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Da ist noch ein bisschen Flüssigkeit drauf. Hier haben wir gesagt, von wegen, es sollte halt nicht. Ja, es klebt auch. Also es klebt noch ein wenig. Ja, das ist, dieses Teil müsste dann hier noch mit zwischen. Das ist aber auch cool. Also das ist hier wirklich Puzzlearbeit vom Allerfeinsten. Also ich habe hier noch die Ecke. Die müsste jetzt da noch mit rein. So, jetzt ist sie drin. Dann müsste ich das hier irgendwie mit Druck zusammenhalten. Da das aber alles gewölbt ist, könnte ich jetzt auch keine Klammer nehmen. Das würde nicht halten oder an einer anderen Stelle noch brechen. Das heißt, ich müsste jetzt von oben langsam anfangen, indem ich das hier halte. Das halt einmal mit dem Granulat auffüllen. Wenn ich jetzt die Kappe abkriege. Einfach nur erstmal so stückchenweise. Da rieselt es schon in die Naht rein. Das würde ich jetzt gleich erstmal ein Tröpfchen drauf geben. Das wäre jetzt schon mal stabilisiert. Jetzt mache ich das hier unten noch mal. Also sowas habe ich mit Sekundenkleber noch nie gehabt. Also Sekundenkleber würde hier 5 Minuten halten und würde gleich wieder auseinandergehen. Und dieser Industriekleber, der soll ja ein Industriekleber sein, ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und ich habe jetzt nicht das teuerste Produkt genommen, das muss ich auch dazu sagen. Also da bin ich dann halt doch irgendwie Geiz vorm Herrn und probiere gern erstmal so eine etwas preiswertere Variante aus. Und wie ihr seht, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Und diese Kügelchen sind so klein, dass die hier sogar in den Ritzen verschwinden. Das ist sagenhaft, wo das überall hinklebt. Aber denkt wirklich dran, Fenster aufmachen, weil das Zeug hat echt eine Geruchsentwicklung.
auf Dauer wird man da wahrscheinlich ein wenig benebelt sein. So, der Kleber zieht jetzt hier wunderbar runter. Jetzt kann man hier nochmal drüber streuen, indem man sagt, man befestigt oder festigt das jetzt nochmal ein bisschen nach. Da braucht man gar nicht viel für. Das bleibt da kleben, wo es hinkommt, wo der Kleber ist. Ich kann jetzt den Druck wegnehmen. Ey, es hält tatsächlich. Jetzt ist hier so eine Stelle, jetzt müsste man hier richtig rumfrickeln. Hätte wahrscheinlich doch noch irgendwo ein wenig, hier ist Spannung drin, hier unten ist auch Spannung. Man könnte jetzt von hier oben anfangen. Hier sehe ich aber auch, da ist auch schon ein Riss drin. Also ich müsste das hier wahrscheinlich erstmal ein wenig von hinten nacharbeiten. Man sieht es hier, wenn man so ins Licht guckt, dann mit der Kamera wird das wahrscheinlich jetzt nicht reinkommen. Hier geht nämlich schon eine Naht, also eine Bruchstelle hoch. Hier ist ein kleiner Faden, sieht man da oben schon so ein kleiner feiner Riss. Wenn ich das jetzt weitermachen würde, würde es wahrscheinlich aufbrechen. Da fange ich jetzt einfach mal eben an. Das ist einmal kurz ein bisschen sauber. Und krümel mir jetzt da mal ganz kurz so punktuell. Hier ist nämlich so ein kleines Loch. So ein bisschen was drauf. Den Riss ein bisschen nach. Da braucht gar nicht viel drauf. Das ist wirklich so ein kleiner Haarriss, ist das, der sich nach hinten ausdehnt. Aber um das Ganze jetzt zu stoppen, weil es ja hier vorne ist, ist es durchgebrochen. Einfach mal so zwei Tropfen von dem Kleber. Das ist jetzt mehr Kleber, als man eigentlich braucht. Aber kann ja nochmal ein bisschen nachrieseln hier. Was man so im Fernsehen sieht, ist ja immer, dass sie hier von dem Granulat so eine ganze Kiste drauf kippen, dass man eine dicke Wurst hat und dann träufeln sie das Zeug da drauf. Das macht vielleicht bei manchen Sachen, die jetzt wirklich tragende Kräfte aushalten müssen. Ja, hier ist noch so ein bisschen was, so ganz zusammen ist es noch nicht. Da würde ich jetzt aber auch von der Seite hier mal ganz kurz das ein bisschen aufspalten und nochmal was reinkrümeln lassen. Und jetzt noch mal einmal ein, zwei Tropfen nur drauf geben. Ich hoffe, ihr seht das alles. So, jetzt habe ich das halt hier für einen Oldtimer gemacht. Wie gesagt, für mein Auto gibt es halt die Teile nicht mehr. Und man kann das mit Sicherheit auch für moderne Autos verwenden. Ich verteile das hier gerade mal so ein bisschen, wie das aussieht darunter. Ja, und man kann hier durchaus, also ich habe jetzt hier die komplette Verbindung wiederhergestellt. Das ist echt ein Wahnsinn bei so einem kleinen Plastikteil hier. Und ich muss das ja jetzt hier irgendwie reinkriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft man das am gescheitesten, dieses Teil hier wieder reinzukriegen? Weil hier so viele Kurven sind, die in verschiedenen Richtungen gehen. Also man muss wirklich hier oben jetzt wahrscheinlich anfangen, das einmal durchzukleben und geht dann sukzessiv sozusagen weiter runter. Aber vielleicht klappt das hier schon, wenn man einfach nur den Kleber aufträgt. Hier ist nämlich eine glatte Naht. Weil es soll ja kleben unter Sauerstoffentzug. Ein paar Sekunden halten, das soll halt ein paar Sekunden dauern. War vielleicht vorhin auch zu wenig. Und dann soll es wohl schon so sein, dass es klebt. Also man muss da ein wenig länger halten, so wie beim normalen Sekundenkleber auch. Der hält ja auch nicht von jetzt auf gleich. Da ist aber ein Lösungsmittel drin, welches halt verdunsten muss. Und das hat man ja hier nicht. Hey Leute, es hält. Es hält zumindest so weit, weil es halt eine glatte Naht war. Die andere Naht, die ich vorhin hatte, die war nämlich ein bisschen feiner zerbröselt schon. Also ich will jetzt nicht ordentlich dran rumruppen, aber diese Naht hier hält schon, die ich geklebt habe. Mal ein wenig Granulat hier drauf geben. Das Tolle ist, man muss gar nicht so in diese Naht reingehen. Jetzt krümmelt dieses Granulat gerade wieder nicht jetzt. Es ist wirklich ein ganz feines, also wenn ihr euch so eine Eieruhr vorstellt, da ist ein ganz feiner Sand drin. Und diesen feinen Sand noch mal ein bisschen feiner, so kommt mir das hier vor.
und einfach so zwei, drei Tropfen drauf, ein bisschen warten und das Ding ist fest. Das ist echt, also ich hätte, es gibt so Sachen, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr irgendwo auf einer Messe seid, dann sitzen da die Schuhputzer, die euch zeigen, wie man die Schuhe richtig putzt und ihr denkt nur, was habt ihr alles an der Waffel? Und die verkaufen euch dann für viel Geld irgendein Zeugs, womit man die Schuhe wohl richtig pflegen soll und was richtig funktioniert und alles andere wäre Kacke. Und also die Naht hält noch nicht so ganz, weil ich jetzt viel zu viel Kraft aufbringen muss. Insofern würde ich das jetzt hier nochmal verstärken. Also es ist jetzt auch eine saudoofe Stelle hier, weil es halt direkt in einen Knick reingeht, der wieder einen Knick hat. Und jetzt einmal von aus. Aber toll finde ich es halt, man kann das einfach abschleifen und überlackieren. Das ein bisschen gegendrücken würde jetzt, weil hier nämlich eine Naht ist, erstmal von hinten wieder mein Klebeband dagegen kleben, damit es nicht durchrieselt. Würde diese Naht jetzt hier einmal kurz mit den Kügelchen auffüllen. Ja, jetzt fülle ich hier halt wirklich mal die Naht auf. Man kann das jetzt auch ein bisschen zerstreichen hier oder verstreichen, dass es wirklich in diese Naht reingekullert sozusagen und dann geht man halt drüber und upsala, träufelt den Kleber da drauf. Habe ich hier schon gesehen, hier ist es durchgerollt, durchgekugelt sozusagen. Also ich glaube, wenn man die Übung hat, wie man mit dem Material hier ganz fein umgeht, also dieser Applikator ist wirklich schon mal Gold wert, dann wird es auch so sein, dass man ganz fein die Strukturen hier vielleicht sogar schon beibehält, dass man gar nicht so diese Nähte unbedingt hat, die jetzt hier entstanden sind. Weil das ist wirklich, also man kann hier, ich habe es ja hier jetzt schon ein bisschen verstrichen gehabt und es trägt nicht so dick auf und ist trotzdem, das ist eine Fläche geworden, das ist richtig wie verschweißt, das ist echt ein Wahnsinn. Also ein grandioses Zeug kann ich da nur sagen. Ich werde jetzt mal gucken, dieses Stück hier unten noch reinzukleben. Das müsste, also guckt euch das mal an. Also hier ist ja überall eine Spannung drin gewesen. Und wenn ich jetzt dieses Teil hier reinsetze, es passt wie die Faust aufs Auge. Da gibt es gar keinen Unterschied. Also ja, es wackelt jetzt ein bisschen hin und her. Sorry, weil ich musste erstmal festkleben. Das kann ich jetzt aber von der Rückseite. Ich nehme da gerade mal ein neues Stück Klebeband. Wenn ich jetzt von hinten das Klebeband nehme, theoretisch praktisch. Nur mal so, ich habe ja das Teil, insofern werde ich es nicht machen. Ich habe jetzt von hinten ein Klebeband aufgeklebt und könnte jetzt, wenn ich den Rand hier auch noch hochlege, diese ganze Fläche, die jetzt hier entstanden ist, also diese Lücke, könnte ich jetzt rein theoretisch mit dem Granulat nach und nach auffüllen und beträufeln, so lange, bis ich diese ganze Schicht hier gefüllt habe. Und jetzt kann ich von vorne anfangen, mal ganz fein säuberlich diese kleine Naht hier aufzufüllen. So, das Teil habe ich jetzt hier schon einmal kurz angeklebt. Jetzt mache ich das auf der anderen Seite hier auch nochmal. Hier ist gerade so eine Stelle. Gebe ich nur mal ein bisschen was rein von dem Granulat. Verstreicht es gerade mal ein wenig. Also man kann da wirklich ganz filigran mit arbeiten. Und wenn ich jetzt in die Naht dieses Granulat reinkrümel, das kann man da wunderbar machen, weil die Naht so groß ist, dass es da auch reingeht. Jetzt könnte man das hier einmal so ein bisschen zerstreichen, dass da nicht so eine dicke Wurst entsteht, sondern eher was Flaches. Ihr seht wieder, der Kleber, der verbindet sich da gleich und ja, also ehrlich gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt.
das ist echt für mich sensationell. Gut, dass ich sowas mal im Internet gesehen habe. Hier wahrscheinlich auch. Spätestens jetzt hier bei mir. Also hier sieht man jetzt gar nichts. Und das Teil ist fest. Ja, also das war hier diese kleine Ecke, die hier draußen war. Und nix. Also das könnte man jetzt, wenn man das jetzt hier so ein bisschen abschleift, ein bisschen ja, farblich noch ein bisschen anpasst vielleicht, wenn das noch so ein bisschen weißlich jetzt durchschimmert. Ey, dann hat man hier echt fast ein neues Teil. Ja, also jetzt noch mal so ganz kurz mein Fazit zu diesem Kleber hier, den ich mir da gekauft habe. Sind halt wie gesagt diese zwei Flaschen und ich mache jetzt mal hier irgendwie was zu, dass da, ich hoffe, das klebt jetzt nicht wieder zusammen. Das ist halt, wie gesagt, also ein kleiner Tipp an den Hersteller oder Abfüller, je nachdem. Ich würde vielleicht die Kappen farblich markieren, dass man weiß, wo welche Kappe drauf gehört. Weil am Anfang ist es mir halt passiert, ich habe die falsche Kappe auf die falsche Flasche gesteckt und damit ist dann halt mal Schluss im Karton, weil da muss man erstmal das Loch wieder aufpieksen, dass halt das Granulat da wieder rausrieselt. Und das kann man sich, glaube ich, damit verhindern, indem man hier einfach eine andere Kappe drauf macht. Ja, wie gesagt, ich habe im Internet jetzt nicht das teuerste bestellt, bin da ein wenig geizig und habe halt die Sparvariante genommen. Und das sind halt diese beiden kleinen Fläschchen hier gewesen. Ich werde das unten mal verlinken, wie in der Videobeschreibung. Und wenn ihr da auch Erfahrungen mitgesammelt habt, dann berichtet doch einfach mal, wie das bei euch geworden ist oder wie ihr damit klargekommen seid. Und ich werde jetzt hier irgendwie noch weitermachen und ich muss zum einen noch ein aktuelles Video hochladen, was ich gerade fertig gemacht habe. Und die Türtasche, die interessiert mich natürlich am allermeisten, dass ich die jetzt wieder heile kriege. Das ist schließlich bald Weihnachten, da will man sein Auto auch mal was Gutes tun. So, also, das war's denn erstmal von diesem Video heute. Ja, Klebeschweißnaht oder flüssige Schweißnaht, wie auch immer die genannt wird. Ich finde, das ist ein total super Produkt. Das hat schon den Daumen rauf, ich kann mal die Hand schon wieder ausziehen, Daumen rauf verdient. Und ich kann dieses Produkt nur empfehlen, egal von welcher Firma das ist. Die werden sich wahrscheinlich nichts nehmen. Wie gesagt, ich habe nicht das Billigste genommen. Ich habe so ein Mittelding genommen vom Preis her und bin damit total zufrieden. Also wenn ihr mal was kleben wollt, was ein bisschen knifflig ist, so wie halt hier Teile von der Innenverkleidung beispielsweise, hält hier bombastisch. Also wenn das jetzt abbricht, dann bestimmt nicht an der Stelle, sondern an irgendeiner anderen. Ja, das soll es gewesen sein vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.